Ich habe ein weiteres Minigame in meinem Minigame-Projekt in Minecraft gebaut. In diesem Video zeige ich Schritt für Schritt, wie ich ein Minenfeld in Minecraft Bedrock gebaut habe. Dabei erkläre ich euch auch die Command-Blöcke und zeige euch, wie das ganze Spiel funktioniert. Lasst auf alle Fälle ein Like und ein Abo unter diesem Video da, um euch zu zeigen, dass ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Im ersten Schritt müssen wir erstmal eine Map bauen. Wie ich diese Map baue, seht ihr jetzt einmal in der Timelapse. Also viel Spaß mit dieser Timelapse. Die Map ist soweit fertig und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Können wir mal mit Shader reinmachen, hier BSL Shader. Und ich finde, das sieht wirklich sehr geil aus. Wir haben hier einmal gleich große Abschnitte. Wir haben hier einfach über die Druckplatten, die nachher dann zufällig verteilt werden, die Flächen. Da kann man hier noch über die Checkpoints laufen, dann weiter und so. Sieht echt ziemlich geil aus. Doch hier ein bisschen eine Landschaft noch drumherum, ein bisschen Kakteen, also ein bisschen so eine Wüstenstyle. Ich finde, sieht ziemlich geil aus. Mir gefällt das wirklich gut. Hat auch wirklich eine Weile dran und ja, sehr nice auf alle Fälle. Jetzt können wir ganz auch schon exportieren und dann einmal die Technik in Minecraft Bedrock bauen. Let's go! Die Welt ist jetzt schon auch schon in unserer Welt eingebaut. Wir haben sie hier einmal oben drüber reingebaut, dass sie hier ein bisschen so neben dran ist. Wir haben auch hier noch unsere zweite Fläche, die wir hier haben. Einmal diese Fläche hier. Das sind nachher die Mine, dass ich da was einspeichern kann. Habe ich mir rauskopiert noch. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe auch schon angefangen, die erste Technik zu bauen, und zwar hier drüben einmal. Das ist wie immer aus den letzten Videos, wie ihr schon kennt, die Starttechnik wie immer. Ich habe es bis optimiert noch. Und zwar haben wir hier einmal den Test, dann hier wieder ein Cooldown, also wieder ein Scoreboard Cooldown Remove, dann noch einen Text, hier den Reset wieder. Hier geht es zur Main-Technik, wo der gerade gesperrt ist. Genau, soweit das einmal. Ja, genau, ich muss noch deaktivieren. Genau, das ist jetzt nämlich die Aktiviertechnik hier. Und das geht erst an, wenn auch wirklich anders. In den anderen war ein bisschen ein Problem, dass sie immer geblinkt hat kurz und das ist hier deaktiviert auf einmal, weil ich es gefixt habe. Wir haben hier wieder noch die Commands, die anfangs ausgeführt werden, also hier ein Tag, Add A, ein Ticking Area oder auch den Cooldown setzen. In den ursprünglichen Techniken war es ja so, dass wir das hier am Rand gemacht haben und ich fand es einfach doof, dass es zu unübersichtlich war. Darum haben wir das Ganze einmal hier einmal nebendran geplaced. Und so kann man besser sehen, aha, das passiert hier. Auf dem Target-Block sieht man auch immer, aha, das ist also Technik. Genau. Jetzt kommen wir zu der Haupttechnik. Und zwar müssen wir zuerst gucken, dass die Minen eingefügt werden. Aber die Minen dürfen ja nicht so eingefügt werden, hier drüben, sondern sie müssen immer nur stückchenweise eingefügt werden. Da mache ich mal, zeige ich gleich mal, wie das Ganze aussieht. So, wir haben jetzt einmal die ganze Sache hier einmal in der Struktur gespeichert. Und zwar hier einmal. Können wir hier Ganze als Minen laden. Und ich gebe dafür einen Befehl, um das Ganze gut zu laden, dass es auch ein bisschen random verteilt ist. Und zwar gibt es diesen Befehl hier, und zwar ihn. Hier heißt quasi Structure Load den Befehl, dann eine Koordinate mit 0 Degrees Drehung, dann kein Mirror, dann soll es keine Entities oder ja, ja 0 Rotation, 0 Mirror, keine Entities und dann noch True für Blocks, dann nochmal True hinten dran. Dann kannst du hier hinten dran angeben, wie viel Prozent geladen werden soll. Kannst du sagen, man soll 2% laden, dann wird hier das Ganze geladen, hier ist noch eine 4 drin, Moment. So, neuer Versuch. Wenn wir jetzt einmal diesen Befehl hier laden mit 2, seht ihr hier, wird 2% der Fläche ausgeführt oder kleiner Teil nur. So kann man sagen, macht doch nur, gehst kleiner, das geht auch. Wird jetzt sehr wenig nur geladen, wir können mal ganz kurz den entfernen. So, können das mal ausführen. Passiert gar nichts, einfach zu unwahrscheinlich ist, was passiert wird. So kann man sagen, das Spiel macht hier 80% rein. Dann ist es ein bisschen viele. Das sieht mir ein bisschen zu viel aus. Wir machen mal ein bisschen weniger, und zwar 60. Das sieht schon besser aus. Und so sieht es ein bisschen auch aus wie auf Toxien.
hier in dieses Minenfeld und kann so ein bisschen durchgehen. Ja. Ich finde es trotzdem noch ein Ticken zu viel, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte vielleicht 50%, dass man auch wirklich durchkommen kann. Nicht über einen Weg. Machen wir hier 40%. Das sieht besser aus. Ich glaube, ich mache 40%. So, wir sind wieder ein Stückchen weiter. Ich habe einmal alle Commands hier aufgestellt, um das Ganze zu laden. Wir können hier mal den ganz kurzes Spiel testen. Zack. Wait, what? What happened? Also, nochmal von vorne. Wenn wir jetzt einmal das ganze Spiel einmal laden mit dem Befehl, seht ihr hier, es hat einmal die ganze Fläche. Und zwar lädt es einmal ganz random. Das heißt, es ist jedes Mal, wenn wir den Befehl triggern, wird es anders sein. Wenn ich es jetzt wieder ausführe, so, dann wird es jetzt diesmal anders sein. Ich weiß nicht, warum es jetzt das zweimal macht. Das ist auch echt weird. Aber es ist hier quasi auch eine Fläche ist, wo einfach random ist. Weil es kommen muss einmal die Detection sein, dass hier auch die Minen nicht draufstehen kann. Let's go. Kleines Update. Wir haben jetzt einmal die Starttechnik ein bisschen optimiert. Und zwar haben wir jetzt hier ein paar Scores hinzugefügt. Und zwar noch den Teleport, und Phil von Baron und einen Game Mode, wo ich noch Adventure draus machen muss. Gut, dass wir gerade dabei sind. Dann machen wir das direkt, wenn ich tippen kann. Ja, gut. Dann haben wir hier noch ein paar Commands. Und zwar einmal hier noch den Phil von erst die Barrier vorneweg gemacht wird. Dann haben wir hier noch den Timer, einmal Sekunden und noch ein Display. Und dann noch hier einmal noch ein Saturation-Effekt, dass man einfach nicht out of Hunger kommt. PvP habe ich auch noch gemacht, dass man kein PvP machen kann. Genauso Sachen. So Kleinigkeiten eben. Kann man ganz kurz starten. So. Wir sehen hier, ich bin hier gefangen in diesem Kasten. Ich kann ja nicht raus. Ich kann ja nicht hochspringen oder sowas. Jetzt kann ich hier quasi rausgehen. Sehe auch hier unten, zählt meine Zeit mit. Muss ich versuchen, natürlich nicht auf eine Druckplatte zu kommen. Jetzt wäre ich schon raus, wäre ich wieder raus. Wenn das passiert, wäre ich dann, Weird Bug, wäre ich dann einfach wieder zurück teleportiert. Das müssen wir jetzt einmal machen. Wir müssen hier noch einbauen, dass wir noch Checkpoints haben, weil hier gibt es ja diese Checkpoints. Ja, also es gibt noch einiges zu tun und einiges zu erledigen. Ja, ich habe ein bisschen Mist gebaut. Und zwar habe ich gestern Abend meine Welt ein bisschen aussortiert, ein bisschen was gelöscht, was ich nicht mehr brauchte. Und dabei habe ich versehentlich unsere Welt gelöscht, die wir letztens bearbeitet haben. Und haben wir hier einmal alles weg, was wir gemacht haben die letzten Tage. Das heißt, die ganze Arena muss ich nochmal neu einfügen und die ganze Technik nochmal neu bauen. Ja, das ist doof. Kann passieren. Zum Glück habe ich davon Backup gemacht, von dem Rest. Aber vom Neuen halt noch nicht, weil ich erst danach immer Backup mache. Das heißt, wir machen einmal hier einmal die Sachen neu bauen. Dafür bekommt ihr einen Timelapse. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir soweit sind.
Somit sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen. Und zwar haben wir jetzt einmal hier noch ein bisschen Technik hinzugefügt. Und zwar haben wir noch einmal die Highschool-Technik hinzugefügt. Ich glaube, das war das Einzige, was ich schon gemacht habe. Genau. Und zwar können wir jetzt. Oh ja, und die Checkpoints habe ich auch noch hinzugefügt. Und zwar können wir jetzt hier. Haben wir hier verschiedene Checkpoints. Und zwar immer auf diesen Geraden hier ist immer ein Checkpoint. Heißt, mein Score von Checkpoint wird immer dann geändert. Also Score of Checklist-Display sidebar Checkpoint. So. Wir starten das Spiel einmal ganz kurz gemeinsam. So. Zack. Kommen wir rein. Sieht auch, hier kommt auch eine rote Wand. Jetzt ist es ein bisschen besser zum Sehen. Checkpoint aktuell 0, wenn wir gerade noch am Start sind. Das hier geht dann gleich los und zack. Geht's los. Wir können jetzt hier losrennen. Weil ich jetzt hier über das Ding drüber renne, geht hier Checkpoint auf 1. Weil ich dann jetzt weiterrennen. Geht's hier auf 2. Dann geht's hier, weil ich weiterrenne, auf 3. Und am Schluss noch auf 4. Weil ich hier bin, ist das Spiel auch rum. Zack. Und sieht auch hier unten dann neuer persönlicher Highscore. Denn wir können jetzt hier auch den Highscore anzeigen lassen. So, aktuell ist der bei 19, heißt 19 Sekunden habe ich gebraucht von da drüben bis da unten. Wir können ihn auch wieder resetten, das habe ich auch schon vorbereitet, und zwar hier. Das heißt, wenn das Spiel mir startet und noch niemand, den es noch nicht keinen Score habe, ich automatisch gleich einen Score zugewiesen, und zwar von 1000. Das ist einfach dafür, dass man nachher einfach testen kann, okay, hat der einen neuen Score, einen neuen Highscore gemacht oder nicht. Das heißt, jetzt ist der Score auf 1000 gerade. Ist einfach nur irgendein Wert, kann ich auch 999.000 angeben, das ist eigentlich voll egal, weil wir hier nur testen müssen, dass hier ein Score da ist. Und sobald ich dann da bin, wird dann eben mein erster Score überschrieben. Dann habe ich dann da so quasi den ersten Score für mich gesetzt. Habe ich hier zack, habe ich hier 18 drin, weil ich es gerade das erste Mal gespielt habe und das in dem geschafft habe. Genau. Also machen wir nochmal weg, weil ich es nicht brauche. Jetzt können wir anhand des Checkpoints. Können wir jetzt anfangen, hier einmal die Technik zu bauen, dass wir nachher hier verlieren, wenn wir auf dem Druckbutton stehen. Dann weiche ich mir was vor, haben wir mal, wie das Ganze aussieht. So, im ersten Schritt habe ich einmal hinzugefügt, dass einmal ein Partikel und ein Sound abgespielt wird, sobald ich auf den Druckbutton draufstehe. Und zwar können wir hier drauflaufen und boom, boom. Das ist einmal der Sound, der abgespielt wird. Eigentlich ist es ganz simpel gemacht. Jetzt können wir hier einmal ganz kurz gucken. Und zwar hier haben wir wieder ein paar Commands. Zwar checke ich hier einmal. Ob auf der Block, auf dem ich gerade bin, eine Stonebrush-Welt ist und dann wird hier einmal der Wind Explosion in der Mitte abgespielt als Partikel. Dann wird hier noch der Playsound abgespielt. Dann wird hier noch ein Tag hinzugefügt, dass ich gleich teleportiert werden kann. Und einmal hier noch einmal R gesetzt. Ganz simpel. Das funktioniert auch einfach überall, wo man das hinstellt, kann ich hier runterspringen. Nicht dahin, wo die Barriers sind, sondern da. So, bam, 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 bam. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt müssen wir nur noch testen, dass einmal die Checkpoints funktionieren. Dann ist das Ganze schon noch erledigt. Das ganze Spiel ist nun einmal fertiggestellt. Haben hier noch ein paar Commands hinzugefügt. Und zwar hier einmal die Commands, um die Teleports auszuführen. Und zwar hier einmal ganz einfach getestet, ob ich einen Tag habe mit dem Tag Mine. Wenn ich diesen Tag habe, wird getestet, welchen Score ich habe von Checkpoint. Je nachdem, welchen Score ich habe, wird ein Teleport einfach ganz einfach ausgeführt. Das ist einmal soweit. Das ist bei allen anderen auch so. Hier nochmal, hier. Hier wird einfach noch ein Block höher gesetzt, weil noch diese Zwischenablage ist. So wird das Ganze ausgeführt. Und dann am Ende wird immer noch jeder Tag einmal von allen removed. Wird er eh am Ende erst nach der ganzen Kette ausgeführt. Ich würde sagen, wir spielen es ein paar Runden. Guck mal, wie viel dann wir Ganze schaffen. Also, let's go. Drücken wir hier drauf. Zack. Starten das Ganze. Geht auch schon gleich los. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir es hinkriegen. Weil sind doch nicht schon ganz ohne das Spiel. So, zack. Los geht's. Ah, da habe ich schon einen berührt. Verdammt. Zack, zack, hier entlang. Das sieht gut aus. Hier entlang, jawohl. Zack. Sekunden, das war echt gut. Können wir gucken, ob wir es noch schneller hinkriegen. Wir haben bisher einen Fehler gemacht drin. Und wenn wir merken, es ist jetzt so einfach, können wir den Randomizer einfach höher stellen, wie wir es vorhin auch gemacht haben. So, neuer Versuch. Jetzt gilt es, 24 Sekunden zu schlagen. Hier ist gerade ziemlich wenig auf der Strecke. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr noch machen. Es ist zu einfach. Ich werde auf alle Fälle hier noch mehr machen. Oh mein Gott.
Und neuer Highscore. Neuer Highscore. Okay. Neuer Versuch. Jetzt ist das Ganze noch ein bisschen schwerer geworden. Wir sehen auch hier ist es ganz schön schwer. Und eigentlich ist nur die Mitte gerade gut zum Durchgehen. Wir gehen hier halt einmal durch. So. 23 Sekunden gilt es zu schlagen. Das können wir jetzt schon vergessen. Oh mein Gott. Das wird nichts. Und ihr seht auch, egal wo ich stehe, immer an die Stelle wieder zurück teleportiert. Also, wenn ich jetzt hier drauf stehe, werde ich auch hier wieder landen. Genau. Okay, der Highscore ist rum. Ich habe gar nichts geschafft. Ich glaube, 50% ist ein bisschen zu viel. Wir machen dann lieber 45 dann raus. Ja, okay, das, wir versuchen es trotzdem nochmal kurz zu schaffen. Dann machen wir den. Junge, es ist gar nicht mehr möglich, weil überall Minen liegen. Aber obwohl, eigentlich kann man es auch so lassen, weil dann ist es auch ein bisschen schwerer. Man kann aber versuchen, sich hier so durchzusneaken. Na gut, das war nichts. So. Ja, gut, also. Ich glaube, jetzt ist es fast schon zu schwer, das Spiel. Man muss ja auch irgendwie durchkommen. Also ich habe es gar nicht geschafft. Alter, Hilfe! So, so, so. Okay, das war ein bisschen zu viel. Machen wir ein bisschen weniger rein. So, letzter Versuch. Wir probieren es noch einmal. Habe ich wieder ein bisschen weniger reingemacht. Zwar 5% weniger. Und jetzt sieht das schon viel besser aus. Komme ich da durch? Nein, komme ich nicht. Okay. Oh mein Gott. Ah, so, so, ja, das sieht doch gut aus. So, 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 so. Geschafft. Okay, ja, das war jetzt ein bisschen schlechter. Aber 23 Sekunden ist dann wirklich schon schwer. Wir können irgendwo den Reset da, genau. Ja, aber es war die ganze Gesamttechnik. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Minigame ich als nächstes bauen soll. Lasst mich gerne wissen, würde mich sehr interessieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!